So, hallo, und da kann ich reden. Ich hab immer noch einen Kater. So, herzlich willkommen zu Hexakill auf der Twisted Treeline. Das erste Spiel. 6 gegen 6. Ja. Wir hatten eben schon aufgenommen, aber das war leider 4 gegen 6. Einer war von Anfang an weg, der andere ist später geliefert, das war scheiße. Ja, da hatte ich Attacke! Zayn gespielt, hab alle Skills von Zayn schön erklärt, aber da das jetzt am letztendlich scheiße war, die Aufnahme, ne? Mache ich das gern nochmal, ist kein Problem. Also, Zayn Rework ist da, ich spiele das jetzt mal. Es fängt allein schon damit an, dass das Model von Zayn riesengroß ist. Ja, also stell dich mal als Darius daneben, das ist sick. Also echt. Mit einer Lulu-Ulti? Sag mal, hast du auch die Hitbox um dich rum? Ja. Okay. Das haben wir immer gemacht, weil da, damit es so einfacher ist. Okay. So, also. Erklären wir mal Science Skills, ne? Erstmal Q-Spell. Den kann er so. Den macht er so nach vorne, kann er aufladen, wie man das so sieht. So, und wenn man das eine Sekunde auflädt, dann knockt das ab für 1,25 Sekunden. Nice Q. Er kam verzögert. Wenn man das kürzer auflädt, macht das nur einmal kurz Schaden. Ich kann man hier einmal. So. Ich glaube, ich werde Darius ein bisschen auf dem Live-Server spielen. Jo, das hat's erstmal voll dem Ätzend in die Fresse geboxt, der Kusel. Das war ein bisschen sick gerade. Ja, wenn man den kurz auflädt, den Q-Spell, macht er ein bisschen Schaden und mehr nicht. Ab einer Sekunde kann man ho kurz hochknocken, macht auch mehr Schaden. Bis zu 2 Sekunden geht das. Bei 2 Sekunden macht man Tons of Damage. Also Tons of Damage. Ja. Und was spielen die 1,5 oder? Wie es aussieht. Nee? Nee, nee. doch nicht. 3-3. Naja. Das Schöne ist beim Q-Spell, der Schaden wird nicht nur höher, auch das AD-Scaling wird höher, wenn man länger auflädt. Oh, schade. Das Schöne ist, dass man echt mit diesem Q-Spell einfach so schnell die Flashes rausbaiten kann, ey, das ist unglaublich. Ja, der W-Spell ist an sich das gleiche, das Shield scaled jetzt ein bisschen anders. 0,4 mit AP. Und 10% auf Maximum Health. Ja, ich hab nicht aufgepasst, holy. Zieh ran! Boom! Ja, Mann! Glaube, ich werde Darius ein bisschen spielen jetzt. Das ist richtig der Combo Breaker, Mann. Was, ey? Komm mal her! Oh, da ist ein Frickel! Oh, wo? Oh, du bist der Frickel hier, holy. Okay! Okay! Oh nein, der hat mich auch blöd. Ich werde Darius doch nicht mehr spielen. So, E-Spell, bam, Skillshot, der slowt feine. Achso, sagte ich schon, dass beim W-Spell die Passive ist, dass man mit Last Hits Leben dazu bekommt. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall so. Der E-Spell ist einfach ein Skillshot. Slowt ein Champion und macht seine Rüstung runter. Allerdings, wenn man damit einen Minion trifft oder ein Jungle Monster, so zum Beispiel, dann BAM! Wird das weggeboxt. Und macht auf dem Weg Schaden an allem. Ja, ich geh drauf. Das machst du super. So, gerade noch gerettet. Und warte, all enemies that the knockback unit passes through will take 50% bonus damage and be slowed. Ja, das ist ein bisschen Bonus Damage, das ist aber nichts, weil hat nur Grundschaden und scaled nur mit AP und zwar 0,4. Also AP sein wird auch nichts mehr, Freunde, muss ich euch enttäuschen. Also, die Riven hat auf jeden Fall keine Legs. Ja, die ja, jumpt ja. genauso schnell auf dem Live-Server umher. Unsere Katharina hat einen Diamond-Rahmen auf dem PB. Ja, die wird bestimmt auch permanent mit einem 170er Ping rumlaufen. Da gehen wir auch nicht weiter drauf ein. Ja. Ja, ich wollte mir das hier einmal wechseln.
Kommt mal hier runter. Okay, never mind. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Jetzt ist Endlevel. Jo, läuft. Sehr gut. So, Ulti habe ich leider noch nicht. Also machen wir weiter mit der Passiven von Cyan. Ja, das ist... ich sag mal, die ist lustig. Die ist Full Berserk. Wenn Cyan stirbt, hat er einfach mal wieder Full HP. Kriegt 1,75 Attack Speed. Spielt keine Rolle, ob man vorher mehr oder weniger hatte. Hat immer 1,75 in der Form. Alle Skills werden ersetzt durch ein Skill, der einem Movement Speed gibt, wenn man drauf drückt. Man kann keine Items mehr aktivieren, man kann keine Summoner Spells mehr aktivieren und boxt einfach alle Leute mit seinen Fäusten um. Das hört natürlich auch auf. Man verliert nämlich in der Form extrem schnell Leben. Allerdings hat man auch 100% Lifesteal. Ich habe eigentlich auch schon ausprobiert, man kann sich nicht gegen anheilen mit genug Lifesteal und Schaden. Und BAM! Oh, ich habe zu spät losgelassen, ey, da war ich gerade draußen. Fuck my life. So, was war das alles mit der Passiven? Ach ja, man macht Tons of Damage. Sagte ich das schon? Huts! ich hab gleich mein Ulti, dann zeige ich die mal. Bam! Oh, ja, oh, gegeben! Macht keinen Schaden. Weißt du, was mich interessieren würde? Habe ich in meinem Fuß... Ne, kann ich nicht. Ich kann nicht in meinem Fußball flashen, weiß ich Bescheid. Was war das denn für ein Random hier gerade? Von Asia. Oh, man sieht hier einmal schon die neue Gangplank-Ulti. Die kommt jetzt immer sehr gleichmäßig auf. Neu. Und Damage dann auch dementsprechend nicht mehr so random. Finde ich gut. Und sie hängt, und sie hält eine Sekunde länger. Nein! Oh Mann, ich wollte extra ausweichen, weißt du? Oh Mann, ich wollte einen Assist haben. Weißt du was? Ich zeig mal meine Passive und meine Ulti. Diddle 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 diddle. BAM! Oh Mann, da krieg ich gar nichts erstmal hier, weißt du? So ein Scheißdreck. Lol, der Mumu lebt noch. Oh, never mind. Der hat erstmal die Fresse bekommen. Gangplank farmt auch nur Toplane die ganze Zeit. Oh. Komm her! So, also Ulti hat man gerade gesehen. Die Range kann man gerade auf der Map einmal sehen. Die ist ziemlich groß. Man kann sich. Ja, man kann sich sehr schlecht bewegen in der Ulti, also Richtung wechseln und so. Also man kann keine scharfen Kurven laufen. das Movement Speed ist gecapped auf 950. Da ist es auch scheißegal, ob man jetzt mit dem Homeguard aus der Base läuft oder so. Es sind einfach 950 Movement Speed, die man hat in der Ulti. Ja, wenn man dann... Okay. Wenn man dann ziemlich weit läuft mit der Ulti. Ach, geh mir doch nicht auf die... Oh, nee! So, wenn man dann ziemlich weit läuft mit der Ulti, dann macht sie mehr Schaden. Und... ich kann mich gerade... Nein, 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 nein. Mann, da wollte ich mich rausflashen! Okay! Was?! Oh Mann, ich hasse es, dass die keine Legs haben. Scheiß Riven. Katharina. Für Schaden, ne? Das ist aber auch praktisch für Katharina, dass man hier das Witch Cap hat, ne? Was halt ist wie Zonias Ring. Das ist halt Rabadons und Hourglass in einem. So, also, wo war ich? Ich werde die ganze Zeit abgelenkt hier. So, wenn man mit Ulti läuft. Wenn man schneller läuft, macht die mehr Schaden und was man da trifft, das wird auch länger gestunt. Das macht übrigens beim Treffen auch AOE-Schaden.
Allerdings kann man damit auch gegen Wände laufen und sich selbst stunnen. Ey, Karthus, beruhig dich. So, jetzt gönne ich mir erstmal den Ezreal. Ezreal! Ah! Ach, lutsch mir. Oh, der Ignite war beste. Bester Champ! Bester Champ! Skill Champ! Holy, ich hab grad einfach nichts gemacht. Ich hab zweimal Kusper gemacht und dreimal Ulti gedrückt. Wir spielen mal einmal eine Runde Backroulette. Ich glaube, ich werde jetzt mal kurz Darius main. Ja, so knapp, ne? Was willst du eigentlich? Okay, ja, ich bitte dich gegen. Gegen eine Riven. Macht einmal E-Spell. Ups, kein Kusper mehr treffen. Ja, es ist auch geil, mit der scheiß Ulti kommst du halt auch einfach nirgendwo rein, weil du einfach echt super langsam läufst. Beziehungsweise die Feinde können einfach sofort weglaufen, wenn du stirbst. Weil es halt auch so lange dauert, bis du in deiner Passivform bist dann. Ich warte mal hier unten, bis ein Gegner kommt. So. Oh, da ist einer, guck mal. Pass auf, pass auf. Skillchamp! Skillchamp! Ich hab keine Ulti ab, scheiße. Haha, Lutscher. Skillchamp! Ja, aber jetzt hättest du ihn. Lol. Er hat gedacht, du hast Ulti ab. Na gut. Ich wär jetzt sogar rangekommen. Okay. Also, ich hab mich wieder unterbrochen. Mal wieder. Ich komm echt, ich bin irgendwie nicht richtig aufnahmefähig gerade. Bin ich noch zu fertig. Aber wir probieren es aber nochmal, Freunde. Ich erzähle euch das lieben gern nochmal. Also, man hat eine Ulti, mit der läuft man. Wenn man weiterläuft, macht das mehr Schaden. AOE-Schaden und Stunt länger. Das Stunt am Ende 1,75 Sekunden. Das heißt, mit Full Range rennt man in den Feind rein. Ja. 1,75 Sekunden. Wenn der kein Flash up hat. Dann lädt man in der Zeit sofort sein Q-Spell komplett auf, ja. In den 0,25 Sekunden, die er sich bewegen kann, kommt er da nicht raus, in der Regel. Und dann gibt es vom voll aufgeladenen Q-Spell nochmal 2,25 Sekunden CC. Ja, also die Engages kann man sich vorstellen. Oh Gott, ist der schnell. Bist du ready? Hm? Gangplank! Bam! Wo bist du denn? Oh, was kannst du eigentlich? Ja, er ist ein bisschen schneller. Warum flash ich nicht? Hab ich nicht. Scheiße. Okay. Abgehoben. Digga, hast du den Kusbel gesehen? Ist das ein APS Real oder? Wenn er jetzt eine Riven kommt, bin ich tot. Nee, ist es nicht. Komm schon, komm schon. Los, du traust dich jetzt, mich anzugreifen. Komm, komm. Okay. Nevermind. Wow. Ach, lutsch mir doch die Eier. 3, 4, 11 habe ich. Ja, okay, du hast 6, 6, 6 Stats. Auch, auch. Ja, ja. Beste Asi-Ulti, die ich jemals gesehen habe. Kappa. Schade, Katharina. Jetzt kriegst du ein bisschen auf die Fresse und tot. So, wir gehen mal ein bisschen tanky hier jetzt. Okay. Digga, beruhig dich! Ey, könnt ihr mal aufhören, alle Heal zu benutzen? Ah, immer noch bekommen, nice. Aua. Der Ezreal spielt Blue Build. Und er hat cool, bald schon seinen cool, cool. Er hat bald schon seinen Muramana. So, ich kann mir noch gar nichts leisten. Verkaufe ich mal Dorans, das ist Wurf.
So. Jetzt gibt's erstmal einen harten Engage auf der Botlane hier. Pass mal auf. Moment. Oh wow, geh mir doch aus dem Weg. Oh, was? Ey, dieses Scheiß-Teil, ihr könnt mich mal. Der Blue Ezreal ist so real. Wow. Wofür laufe ich eigentlich mit, ey? Okay, irgendwie ist er mad. Oh, nee. BAM! Es ist nicht möglich, sich gegen anzuheilen. Aber nur weil in der passiven das Attack Speed dazu gecapped ist. Wenn du sein Full of Attack Speed so spielen könntest und dann noch in der passiven mehr Attack Speed hättest. Ja, Darius. Oh, schön. Also, ich glaube, ich habe ihn gerade in einer Sekunde immer so an die 120 Magic Damage gemacht. Mit meiner passiven. Ich weiß. Der Chap ist cool. Ja, ich weiß. Erstmal Trinity Force kaufen. Was? Ja, mach was du willst. Warum holst du den Sunfire? Weil Magic Damage, passive plus Magic Damage, AOE. Ja, ja. Aha. Die lädt so lange am Anfang. Was, Digga? Komm doch! Seid ihr ein bisschen nervös? Vielleicht mal alle Wände hier raus haben, oder was? Oh, das ist jetzt doof. So, engagen. Auf den Ezreal? Ja. Da. Geh mir aus dem Weg! Nein! Fuck, ich bin gegen die Wand gelaufen. Kappa! Fuck! Wow! Mann, die Riven macht mich einfach kaputt. Ja, das war natürlich schlau, hier dem Blue Ads hinterher zu laufen. Wir werden weggepusht gerade, ne? Merke ich gerade mal so. Mhm. Muss man mal zusammenreißen hier. Das soll kein Loose werden, das ist ja Quatsch. Die wollen unser Altar, oder? Ja, die haben den. Da! Das Teil da. Amumu! Amumu! Komm hierher! For my next trick, I'll make you disappear. Sie haben den Buff. Ja. Weißt du, da machen die schon Hexakill auf dieser Map, ne? Da hätten sie sich wenigstens ein Trinket noch ausdenken können, was man hat. Wow. Eins! Oh, das war eine doofe Idee. Drei! Oh! Ach komm schon, du kommst einfach bei keinem Typen hinterher mit der Passive. Doch, wenn Ezreal auf dich raufspringt, dann schon. Hm. Das war klug von ihm. Die haben aber auch nur. Die haben aber tatsächlich auch nur Champions, wo ich echt nicht hinterherkomme. Beim Yasuo und Yasuo. Amumu. Der kann sich weg. Amumu komme ich hinterher, ja. Katus nicht, der macht seine Wand. Ezreal auf keinen Fall. Riven auch nicht. Und Gangplank ist sowieso viel zu schnell, Alter. Der rennt 500. Der rennt mit einer schon 500. Wollen wir da irgendwie drauf eingehen? Oh, ich lebe schon wieder. Kappa. Komm her, Riven. Wenn du dich traust. Okay. Ich bin da. Boah, ich wäre fast in die Wand da gerannt. Nein, nicht in die Wand. Was? Oh wow, es war verbuggt. Da. BAM! BAM!
Oh Mann, Amumu-Ulti, lutsch mir. Ja, Tristana, baller sie erstmal, baller den Katos erstmal weg von uns. Wo kommt denn der Gangplank hinter uns her? Oh, das war richtig gut gewählt von dir, Alistair. Könnte ich pushen irgendwie. Digga, was machst du? Hm? Kannst du mein Headset aus dem Mund nehmen? Ich esse gerade. Nicht mein Headset, aber... Aha. Das soll ich dir jetzt glauben, ja? Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Next getroffen, ja, geil. Oh nee. Hm, den damage ich irgendwie nicht so. Oh. Ja. GP with crit damage runes, lol. Oh mein Gott, der spielt echt mit Crit Damage Runen, wie gut. Ist den gerade noch ignited? Ja. Dass er den Kill nicht bekommt? Ja. Kann man machen. Was ist denn mit dir, Alistair? Homeguard kann man sich hier nicht holen, ne? Nee. Shit. Dodge-Mechaniken. Dodge-Mechaniken. Ulti. Oh. Hä? In was bin ich gerade reingerannt? Oh Gott. Nein, nein. Nicht Gangplank. Nicht Gangplank. Nein. Nein, Gangplank. Nein. Woo. Gerade Shield abbekommen. Niki! Ja, viel Spaß. Hallo Leute! Oh shit. Okay, okay. Du bist so erfolgreich, ne? Es ist unglaublich. Das macht Spaß. Katos Wall, dann kommt Gangplank noch, Kugel und Crits. Ja. Du hast Crits, Alter. Gangplank konnte auch überhaupt gar nicht mehr klar auf seine Crits. Die sind also ziemlich sick. Ein Crit, 800 Schaden. Guck mal, warum gibt es hier keinen Jungle-Timer für den Boss? Ja, so weit sind die noch nicht. Das dauert erstmal noch 2 Jahre, bis die da so weit sind. Also ich finde, die Twisted Treeline ist eigentlich eine ganz lustige Map, weißt du? Ja, ohne die wollen Witz, vielleicht ne? auch LCS jetzt mit Twisted Treeline machen. Ja, dann soll sie es aber mit Hexakill Twisted Treeline machen. Es ist halt wirklich, ich finde es echt richtig geil. Hört ihr mal nicht immer alle Kills nehmen? Den Gangplank kriegt man nicht, der ist viel zu schnell. Also ich kann 950 laufen mit Ulti, aber weißt du was, ich geh mal rein. Ich hab ihn einmal bekommen, dann ist er weggeflasht. BAM! Alter! Das ist richtig Style Points, wenn du mit der Ulti mit Asa jemanden tötest. Weil der einfach überrannt wird. So, was für einen Schaden mache ich hier nochmal? Mit der Passive. Fast and Redeer additional 10% of his target's maximum health on hit. Ja, aber was für ein Schaden? Das steht da nicht. Junge! Der Gangplank fappt so auf sich selbst, ne? Das ist unglaublich. Crit Damage, das habe ich Season 1 gespielt auf Gangplank. Und auf Trin. Fucking Tristana. Yep. Oh, Yasuo! 101? Yasuo 101?
BAM! Okay, na war meint, Alter, der klatscht mich echt kaputt. So ein Scheiß. Ey, die Crit-Animation vom 9 Saiyan, ne? Na, da greift er nicht mit seiner Axt an, wenn er crittet, dann tritt er nur zu mit dem Fuß. Und ich hab Crit-Saiyan ausprobiert. Oh ne. Oh ne. Bam, bam! Oh nein! Ein Autotech, sie wäre gestorben. Sie wäre mit dem nächsten Autotech gestorben. Ich hatte schon ausgeholt, ne? Da war ich tot. Ich glaub's nicht, ey. Ach, schade, Tristana. Ja, Alistair, Pingy, Tristana back, weißt du? Was soll sie machen? Flashen? Flashen von der Karte, so sieht's immer gut. Ja. Was willst du, Kartus? Du bist tot! Ich kann den Kartus doch nicht sagen, oder? Hilfe! Brauchst Hilfe? Ja. Kann ich machen. Hilfe kommt! Hilfe kommt! Hilfe kommt! Hilfe ist da! Burr! Oh wow! Alter, die Röhren! Boots! So, haben wir alles geklärt? Oh. Haben noch nicht alles geklärt. Ja, genau, Alistair! Bist du eigentlich minderwertig? Ja, ey, der wählt den erstmal raus und jetzt chased er ihn wie scheiße. Und jetzt kriegt er ihn auch noch. What the fuck? Auf was spielt er? Okay, er Trinity Force. So, jetzt bin ich Level 16 endlich. Jetzt lädt meine Ulti auch nicht mehr so lang. Was hol ich mir denn? Als letztes Item. Keine Ahnung, Guardian Angel ist immer gut. So, auf der Map hier gar nicht. Kurz, alles meins. Was? Gibt's nicht auf der Map? Nee. Armor. Ich weiß nicht, wo da. Ach, schade. Was ist das hier? Moonflare Spellblade. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Im gegnerischen Jungle den Shop ausprobieren. Gute Idee. Meine Fresse, ey. Der Yasuo klatscht mich halt einfach trotzdem weg. Und wir campen. Gucken, was es hier für Items gibt. Damage. Oh, hier ist Sanguine Blade. Wir campen weiter. Ich warte jetzt hier. Hier wird ein Gegner. Da! Hab ihn! Stopp! War Wurf. So, engagen wir mal, ne? Guck mal, ob ich Feinde finde. Feind gefunden! Daneben! Lol, er hat getroffen! Ja, okay! Box dich trotzdem weg, Alter! Das war so geil! Ja, Alter, ich hab instant Stun abbekommen, ne? Noch eine Sekunde und das. Ja, nicht mal, und dann. Digga. Nicht mal. Ich wollte gerade schon wieder loslassen, ne? Weil, wenn ich bei ihm zu lang warte, ist bei Yasuo eht einfach durch mich durch und wird nicht getroffen. Ist ein bisschen doof. Okay, Gangplank, 500 Movement Speed. Genau! Das Problem ist, dass ich hier auf Hexakill nicht so viele Last Hits bekomme und dadurch auch nicht so einen krassen Lebensbonus habe. Gerade mal 400. So, letztes Item.
Ach, armer. Auf jeden Fall armer. Ezreal! Oh! Okay, hab's nicht gesehen. Er hat sein E-Spell gemacht und stand hier hinten, als ich hier war, und er wurde rangezogen dann. Oh. Das ist natürlich schade. Hashtag Best Darius World. Auf jeden Fall. Best Darius World! Okay. Kappa. Aber weißt du was, ich komm mal, ne? Ich komm mal schnell vorbei. Was war das denn für ein Autobock grad? BAM! Hab ich dich gerettet. Mr. Champ. Erstmal gleich ein bisschen Solo-Queue damit spielen. Auf jeden Fall. Ich komm rein. Ohne Darius Top Lane. Oh ne. Au. Fucking Crit Blank. Engagen. Engagen! Hab dich! Jump King! Bam! Ich hatte keine Ulti ab, scheiße. Wow. Ja, hab ich noch bekommen, geil. Okay, alle Gegner, die ich angehört hab, sind gestorben. Du warst so erfolgreich. Asier. Bin da, Asier. Alter, wie viel Shield ich eigentlich inzwischen? Ein bisschen. Naja, Calvin hat mir gestern erzählt, dass man sich auf der 3-3 Map keinen Blueport mehr kaufen soll. Warum? Weil er gibt 10% Cooldown Reduction, aber wenn du stirbst oder irgendwie so, dann verlierst du 70% Cooldown Reduction. Was? Und bist dann. Ja! Das hat er in richtig vielen Games jetzt schon gesehen. Nein. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich habe mir noch keinen gekauft. Ich mach munter weiter hier. Ich krieg dich! Ach, ihr könnt mich doch mal. Darius finisht jetzt. Denn. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Darius! Ja, okay, kann man machen. Finisht den auch noch. Deine Ulti ist doch noch ab. Oh. GG! Oh mein Gott, war das gerade retarded. Fucking Darius, ey. Fucking Darius. Den werde ich so main jetzt. Na gut, ne, Freunde, bis zum nächsten Mal.